Ja, hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Lusches und wir sind heute den letzten Tag in Oberammergau und die Zeit möchte ich noch mal nutzen für ein kurzes Video. Kurz deswegen, weil ich noch irgendwie 15% habe und kein externes Mikro. Ich versuche es mal mit dem Handy und ich hoffe, Sie verstehen mich. Also im Hintergrund sehen Sie den großen Laber und das Mandel, was glaube ich, nur mit Kletterset möglich ist. Also wenn Sie hier sind, das Mandel, da links der Felsen nur mit Kletterset. Ansonsten kann man hier wirklich herrlich wandern. Ja, um was geht's heute? Heute geht es natürlich wie immer um belastende, um negative Gedanken. Und viele Menschen leiden darunter, wissen aber nicht, was sie tun können. Und deshalb möchte ich Ihnen heute ein Boss im Kopf-Frageschema mit an die Hand geben. Ja? Und zwar geht es diesmal um Gedanken, die Sie nicht denken möchten, weil der Inhalt dieser Gedanken belastend ist. Also im Sinne von, das darf ich nicht denken. Ich darf nicht schlecht über andere denken. Ich darf anderen nichts Schlechtes wünschen. Oder Sie sind verheiratet und denken, oh, der oder die, also jemand anders, schaut aber attraktiv aus. Und wenn da bei Ihnen so ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle hochkommt, dann ist es wichtig, dass Sie diesen Gedanken nicht verdrängen, sondern dass Sie diesen Gedanken tatsächlich mal durchgehen, also sich damit konfrontieren. Konfrontation nennt man das auch in der KVT, in der wirksamen kognitiven Verhaltenstherapie, der best erforschtesten Psychotherapieform der Gegenwart. Ja? Und da möchte ich Ihnen jetzt ein Frageschema an die Hand geben, wo Sie diesen Gedanken, der immer wieder hochkommt und der Sie belastet, also wo es tatsächlich um schambehaftete Inhalte geht, wie Sie den hinterfragen können. Okay? Also, am besten nehmen Sie Zettel und Stift raus und dann fangen wir an. Zuerst einmal, Sie merken den Gedanken wieder, der kommt wieder hoch. Und als erstes kommt, ich darf diesen Gedanken nicht denken. Ja, das ist so ein Automatismus, den wegschieben wollen. Den will ich nicht denken. Der ist zu heftig. Und jetzt fragen Sie sich, was passiert, wenn ich diesen Gedanken denke? Und dann kommt ganz häufig, und da können Sie sich auch Ihre Antwort notieren, dann bin ich ein schlechter Mensch. Dann passiert etwas Schlimmes. Dann bin ich ein Versager und so weiter. Und jetzt stellen Sie sich die Frage, nehmen wir mal, ich bin ein schlechter Mensch. Stimmt der Gedanke immer und überall? Bringt er mich wirklich weiter? Ja, der Gedanke, ich bin ein schlechter Mensch. Und jetzt drehen Sie ihn rum. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin kein Versager. Es passiert nichts Schlimmes. Ja, bleib mal bei dem Beispiel, ich bin ein schlechter Mensch. Ich drehe ihn rum. Ich bin kein schlechter Mensch. Und jetzt kommen die Beweise bzw. Beispiele dafür, dass Sie kein schlechter Mensch sind, weil ich anderen Menschen schon geholfen habe, weil mein Partner sich immer auf mich verlassen kann, weil ich für meine Kinder da bin, weil ich eine gute, zuverlässige Arbeitskollegin bin. Finden Sie mindestens drei Beispiele, warum Sie kein schlechter Mensch sind oder eben zu Ihrem Gedanken. Und das ist wichtig, weil dann unterbrechen Sie dieses Muster im Kopf und machen was komplett anderes. Sie gehen da nicht rein und machen sich nieder, weil Sie wieder etwas gedacht haben, was Sie nicht sollten, in Anführungsstrichen, sondern Sie schauen einfach mal, ob das, was in Ihnen denkt, überhaupt stimmt. Und damit gehen Sie einen ganz neuen Weg. Das ist ein ganz anderes Muster. Das heißt, Sie fangen an, Ihr Gehirn zu benutzen. Ja? Und das ist der erste Schritt, Boss im Kopf zu werden oder ein weiterer Schritt, um Boss im Kopf zu werden. Ja, und machen Sie es immer wieder, sobald dieser belastende Gedanke hochkommt und Sie merken, nee, den will ich nicht, den will ich nicht. Fragen Sie sich, was passiert, wenn ich den denke? Ja, Sie gehen einen Schritt weiter, Sie gehen praktisch rein, Sie durchdenken das mal. Und zwar systematisch.
Das ist was anderes, als den wegzudrängen, weil dann kommt er häufig am nächsten Tag spätestens wieder oder später mit mehr Intensität. Ja, das war's von meiner Seite. Ich habe mich jetzt nicht so viel bewegt wegen dem Handy, was ich hier reingeklemmt habe, damit das nicht verrutscht. Und ich mache jetzt noch einen Rundumschwenk. Also bleiben Sie dran und machen Sie dieses Frageschema immer wieder. Und wenn Sie tagsüber keine Zeit dafür haben oder es ungünstig ist, dann warten Sie bis zum Abend, schreiben Sie sich den Gedanken auf und machen es abends. Ja? Okay. Und wenn der Gedanke, noch ein Tipp, wenn der Gedanke sehr stark ist, sodass das Gefühl unerträglich wird, dann machen Sie den X-Prozess. Das ist auch eine sehr kraftvolle Musterunterbrechung und dann sind Sie hier wieder ein bisschen klarer im Kopf, können besser denken und dann können Sie das Frageschema anwenden. So geht man auch in der KVT vor. Ja? Erst die Emotionen bearbeiten, dann die Kognitionen, also erst die Gefühle und dann natürlich auch die Gedanken, weil beides haben wir ja, beides bedingt sich gegenseitig. Also unterbrechen Sie diese alten negativen Muster. Ich drücke Ihnen die Daumen dabei und schreiben Sie doch mal im Kommentarbereich, wie Ihnen das gelungen ist. Also, ich mache einen Rundumschwenk. So, da standen Sie praktisch und hier diese unglaubliche Wiese, das ist richtig grün mit vielen Blumen und hier ist der Kofel, das ist auch sehr schön zum Wandern, zum Schluss ist da noch eine kleine, ja, ein kleines Kraxeln notwendig, da die Felsen rechts, das ist der Schartenkopf oder die Schartenköpfe. Das ist ziemlich steil, dann geht es da wie so ein kleiner Grat rüber bis zum Laber. Da gibt es dann auch eine Seilbahn und das links der Fels daneben, das ist das Mandel. Also auch so ein Fels, aber da war ich noch nicht. Ja, und hier unten, das ist Oberammergau. Ein wirklich schöner Ort zum Wandern. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg zu mehr Boss im Kopf. Und bleiben Sie vor allem dran, denn der richtige Weg lohnt sich. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!